Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Drakensang. So, bei dir hatten wir, glaube ich, den Aufstieg schon gemacht. Hier, Aniquano ist, glaube ich, aufgestiegen. Stimmt, da war was. Jawohl. Dann. Okay, du hast aber trotzdem, also trotz Stufenaufstieg, dein Maximum leider erreicht. Mist. Dann, da sehe ich mehr Lebensenergie. Ansonsten. Geben wir erstmal auf. So, dann können wir jetzt nochmal reden. Nun, habt ihr die Schriftrolle? Dritte Rolle? Ja, ich habe auch sie gefunden. Ah, die letzte Schriftrolle meines Vaters. Schnell, gebt sie mir. Doch der Plan sollte nicht aufhören. Eine Orima-Priesterin am Hofe von Varius mit Namen Mayana sollte vom Hochkönig um eine Vision gebeten werden, um den heiklen Plan Takat zu prüfen. Der Hochkönig, der in dem Plan Takats die einzige Möglichkeit sah, Prinzessin und Sternenstein sicher vor dem namenlosen Herrn zu verstecken, bis die Zeit der Rettung gekommen sein würde, nahm den Rat der Orima-Priesterin an. Doch nicht nur dies, auch den Sternenstein sollte nicht er allein bekommen. Denn Varun teilte den Stein in drei Splitter und gab einen an Takat, einen an Mayana und einen an seine nicht ahnende Tochter Amaru. Seit jener Zeit sollten sich Takat und Mayana im ewigen Zwist befinden, gefangen im Gleichgewicht der Kräfte, bis eines Tages das Gleichgewicht zerstört werden wird. Warte, sei zu freundlich und bringt mir zu guter Letzt die Schriftrolle von dem Alchemistisch. Ja, gucken, was sich da uns denn entgegenstellen wird. Auch wieder leider was weggeklickt. Ja, vielleicht wird es langsam doch mal Zeit für. Also, neue Hardware sowieso, aber. Auch neue Peripheriegeräte. Noch ein Labor tatsächlich. So, buffen bitte erstmal. Einmal. Attributo Artis. Nummer zwei. Nummer 3. Zack. Und jetzt kommt natürlich kein. Na gut. Wie gesagt, einmal zu besser, einmal zu viel als zu wenig. Hier bitte die Schriftrolle vom Alchemietisch. Sehr gut. Ich werde euch eine Übersetzung dieses Rezeptes anfertigen. Mit ihm könnt ihr eine mächtige Tinktur herstellen, die euch im Kampf gegen Takat helfen sollte. Denkt daran, mit dem Sternenstein in seinem Besitz ist nicht einmal auszudenken, welche Kräfte er sein eigen nennt. Bereitet euch gut vor. No dao, Sumura. Hab Dank für alles. Okay, Weihwasser. Hast du wahrscheinlich ne? Jo. Na gut, dann schauen wir, was wir dafür brauchen. Gerade mit. Zack. So, Quellwasser und Diamantstaub. Schlecht. So. Zack. Dodao, Sumura. Ihr wünscht? Er scheint ein bisschen, durch den Wind.
Edelstein, Blattgold. Hast du Diamantstaub? Das wäre cool. Hm, Mist. Müsste halt wirklich durch den Sphärenriss zurück und mir an der Kiste Diamantstaub irgendwo rausholen. Also, Naja, komm. Ich hoffe, es bringt was. Marco, um 4 senken ist halt schon was. Nicht zurück hier. Dann kommen wir gleich wieder. Können wir mal gerade schnell gucken. Ach, eilt euch! Ich warte hier so lange und bewache den Sphärenriss. Genau. Das hatte ich nämlich auch gerade überlegt, wir den jetzt eigentlich, also das hätten wir dir ansprechen können, quasi die ganzen anderen Quests mitnehmen können, aber das haben sie dann irgendwie behilflich sein? Haben sie das halt erledigt. So, du hast zufälligerweise sein können. Kein Diamantstaub. Ja, komm, da rennen wir mal schnell zu Talaria, das geht ja fix. Ihr seid jetzt auch tatsächlich mittlerweile hier. Ich dachte, ihr solltet am Sphärenriss warten. Ja. So, Feyris. Edelsteine. Haben wir keinen Diamantstaub? Doch. Ich glaube, da können wir eine ganze Menge Weihwasser machen. So, theoretisch ja eigentlich schon hier. Aber warum nicht? Schaden kann es nicht. Gegner ein bisschen runterhauen, was die Stärke angeht. Hat ja eigentlich noch nie geschadet. Ja? Aber sicher. So, bedien dich. So, zieh mal Weihwasser. Ja, zieh mal. Ja, doch. Ah. Wir können das ja auch angenehmerweise. So, dann. Ihr habt jetzt, du hast jetzt 10 mal 10 mal. Wir haben jetzt 100 Weihwasser. Okay. Auch in Ordnung. Dann können wir da ein bisschen um uns schmeißen. Naja, was soll's. Schaden kann's ja nicht. Da seid ihr ja wieder. So. Wie kann ich dir helfen? Komm mit. Ja, bitte? Komm mit. Aber die Krabbe ist auch trotzdem da geblieben, obwohl ihre Meisterin nicht mehr bei uns war. Ei. So, dann bitte erstmal eine neue Krabbe. Oder? Nee, erstmal buffen. Attributum!
bestimmt viel Leas und kriegt ja auch noch oder sollte auch noch was kriegen. Einmal. Zweimal. Was? Ei? So, dann noch eine neue Tatze, bitte. Hilfreiche Tatze. Machen wir den aber trotzdem dann gleich, wenn wir im Kampf sind. Jetzt bis dahin noch ein bisschen was regenerieren. So, hier kommen wir dann rein. Da drin können wir dann das mal durchprügeln. Mein Flehen wurde erhört. Bitte helft mir. Ihr sollt Hilfe erfahren. Zuvor aber muss ich eine Botschaft von Hochkönig Finvarien überbringen. Saidaba! Saidaba, Feya Salazar. Es ist, als ob ich aus einem dunklen Schlaf erwacht wäre. Ihr seid geschickt von Finvarien, uns zu erlösen in der Zeit der Not. Ich werde euch beistehen. Wir brauchen ebenfalls Hilfe, wobei? Das ist richtig. Aber unsere Ziele liegen nahe beieinander. Wir müssen meine Schüler finden. Ohne sie ist meine Macht nicht vollständig. Ich hatte mich mit ihnen zusammen hier in den Nurti-Schrein zurückgezogen, als die namenlose Horde den Palast überrannte. Leider wurden wir von Skarabäen überrascht. Skarabäen? Das verstehe ich nicht. Wir hatten den Schrein doch geheilt. Wenn da mal nicht dieser Tarkat dahinter steckt. Möglich wäre es. Mittlerweile traue ich diesem Tarkat alles zu. Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein. Ich weiß nicht. Skarabäen kamen genau in dem Moment die Wände hochgeklettert, als der Ansturm der namenlosen Horde begann. Naja, wo sie herkommt, ist doch unwichtig. Mit denen wären wir schon fertig. Bitte. Findet meine drei Schüler und bittet sie, mich hier zu treffen. Sie haben sich irgendwo im Garten vor den Skarabäen versteckt. Eile ist geboten. Wer weiß, wie lange sich meine Schüler vor den gefräßigen Monstern verborgen halten können. Okay. Was? So. Dann. Und ein Falkenauge. Dann hauen wir euch mal kurz platt. Ich denke, das sollte so ohne allzu große Spezialfähigkeiten gehen. Viele. So. Ein bisschen was halten sie ja schon aus. Oh, und für Leasa nicht. Ja. Okay, dann sollten wir doch ein bisschen hier mal gegenwirken. Du kannst noch einen, sehr gut. Ja. Komm, komm! Wo ne, geh am besten auf den, der vor dir ist. So, dann kriegst du jetzt auch ein bisschen was ab. Die sind alle kaputt. Ja. Schon nervig, die Viecher. So, alle mal da drauf. Das soweit. Ja. Du verbindest mal gerade, weil er schneller geht, als auf die Astralenergie zu warten.
Nee, ist sogar out of, ja, außerhalb des Kampfes gerade. Gut. Jo, dann solltest du gleich fit sein wieder. Wir warten auf die Tatze. Die Tatze ist da. Hilfreiche Tatze. Sehr schön. Na gut. Die anderen Buffs kommen dann einfach mal später. Und das sind jetzt aber auch nicht mehr so viele. Netterweise. War ihr? Ja. Komm, komm! Na, meine Lieben. So, der ist schon durch. Hey, schnell erledigt. Danke. Ja. Kannst du wieder heilen? Nee. Noch nicht. So, dann alle mal da drauf, bitte. Was? Du guckst, dass Koano wieder gut geht. Kannst dann direkt nochmal. Jetzt muss ein hinterher setzen. So, immerhin hält ja die Dings relativ lange. Das werde ich euch nie vergessen. Jojo. Ja? Zack, Armatrutz noch. Ja, genau, Armatrutz machen wir dann, wenn es soweit ist. Wieso verwechsel ich das heute die ganze Zeit? Was? Ha! So, du kannst schon mal auf den großen Skarabeus hauen. Ihr könnt auf die kleineren mal gehen. Ja. Du kannst da, glaube ich, mithelfen. So viel Geknottel. Okay, ist keine gute Idee, Koano da allein reinzuschicken. Der braucht Unterstützung. Obwohl, nee, bleib mal bei dem hier. So, der wäre weg. Die beiden kriegt er noch hin. Du kannst dann gleich mal wieder heilen, wenn es soweit ist. Aber erst noch ein bisschen mithelfen hier. Mit den Wunden ist halt echt übel. Du musst halt fünfmal, also wenn jeder Angriff wirklich eine Wunde verursacht, musst du halt einfach nur fünfmal einen Angriff durchkriegen und dein Gegner ist platt. Egal wie viel Lebensenergie der hat. Ja. Ist jetzt nicht so toll. So. Einmal die Krabbe. So, und dann hebe ich mir, glaube ich, das nochmal ein bisschen auf. Hm, ja, doch, Verband. Du kriegst dann einen Verband ab. Okidoki.
Moment. Wir holen dich noch gerade mit. Und ich dachte schon, es wäre um mich geschehen. Ich danke euch. Ja, ja, kein Problem. Ja? So, dann noch die letzten. Ich kann mir vielleicht raussnipen. Wenn du treffen würdest. Na gut, das sind ja nur normale. Ja, wie gesagt, jeder Angriff eine Wunde. Kein Fan von dieser Taktik. Was? So, holt euch mal den Rest. Ich glaube, die Truhen sind wieder nachgefüllt. War ihr? Ja. Da mal ein Sternstaub drauf, dass der weg ist. Und du bist viel zu weit weg. So. Das hat doch schon mal ordentlich gesessen. Direkt weiter. Okay, immerhin machen die Großen, glaube ich, keinen so üblen Stress. Und dann haben wir euch angenehm. Oder habt ihr echt so gut gewürfelt? Aber die haben echt bei jedem zweiten Angriff oder so gefühlten. Ja. Eine Wunde verursacht, von daher, das kam mir doch etwas zu häufig vor, als dass das Zufallswürfe gewesen sein oder kritische Würfe gewesen sein könnten. Noti sei gepriesen. Tishiana wird sich eurer Tapferkeit ewig erinnern. Das wollen wir doch mal sehen. So, dann ab nach draußen. Bist du denn jetzt zufrieden? Alle meine Schüler sind sicher zurückgekehrt. Ich danke euch von ganzem Herzen. Nun ist es an der Zeit, unser Versprechen einzulösen. Wir sind Geschöpfe Fenvariens, geschaffen durch den Sternenstein. Kehren wir nun zurück zur reinen Kraft des Ursprungs. Empfangt unsere Kraft Notis. Allein sie hat die Macht, Takats Band zu lösen. Na bitte. Es sieht so aus, als dürfte dieser Takat bald Gesellschaft bekommen. Okidoki. Okay. Kriegen wir den Thronsaal auf. Ah, alles klärchen. Dann, Moment, stopp, bevor wir da hingehen. Waffen bitte. Eventuell schickt ihr nochmal eine Armee hier vor. Dankeschön. Armer Trutz. So. Weiß es, ist die Palastwache freundlich oder feindlich gesinnt? Wir werden es gleich rausfinden. So viele wie das sind, gibt es bestimmt Ärger. Halt! Auf Befehl von Amantir Takat ist niemandem der Zugang zum Thronsaal gestattet. Wir wollen nicht zu Takat, sondern zur Prinzessin Amariel. Er spielt keine Rolle, zu wem ihr wollt. Die Tür zum Thronsaal bleibt geschlossen. Zur Seite, bevor ich euch niederstrecke.
Selbst wenn es Abschaum wie euch gelingen sollte, mich zu besiegen, wird euch das eurem Ziel keinen Schritt näher bringen. Die Türen lassen sich nicht mehr öffnen. Wenn das so ist, habt ihr nichts befürchtet. Dreht zur Seite. Nein, ihr werdet zur Seite treten, Verräter. Tarkat wirkt ein mächtiges Ritual, um den Palast zu entrücken und uns in Sicherheit zu bringen. Ihr habt die Wahl. Lasst uns vorbei und ihr könnt gehen oder schließt euch uns an. Zwingt uns nicht, gegen euch zu kämpfen. Reicht es nicht, dass Amanshan Nirtana für diesen Verräter gestorben ist? Ihr habt Nirtana getötet? Dafür werdet ihr bitter bezahlen. Schmecke die Klinge Tishyanas, Verräter! Ja, dann. Madame? Ja. Hey, Madame? Schnell erledigt. Können Sie den mal vornehmen? Was? Du schießt mal auf den Weiche. Da hinten. Und du machst eh, was du willst. Go. Krabi muss schon wieder einstecken. Du hast leider mal wieder daneben gehauen. Ja. So, wir müssen einen Klingensturm draufsetzen. Oh, die kriegt den, glaube ich, zusammen. Platt. Hilf mal. Okay, da braucht jemand Hilfe. Ja. Ich habe echt den Eindruck, das geht auch jetzt schneller. Was? Von daher machen wir direkt mal weiter. Ist normalerweise gerade keine Ausdauer mehr. Machst ihm halt einfach keinen Schaden gerade. Komm, den kriegt ihr aber platt. Du könntest vielleicht eher auf den mal gehen. Du warst super unnütz in dem Kampf. Na gut, dann darfst du dich auch noch deiner Wunden entledigen. Okay, haben wir das jetzt soweit? Gesprochen haben wir. Türen öffnen. Können wir da jetzt ja wahrscheinlich machen. Ja, aber ich glaube, mit Blick auf die Zeit würde ich tatsächlich fast sagen... Kommst mal raus, wir holen uns eine neue. Ja. Ja, ich glaube, ansonsten brauchen wir erstmal nichts mehr buffen. Ja, und dann soll es für die Folge gewesen sein. In der nächsten Folge hüpfen wir da mal rein. Und dann kommt es wahrscheinlich zum Endkampf. Mal gucken. Oder es kommt dann auch noch was. Ich habe ja gedacht, dieser Kampf gegen den Typenwäsch, also gegen das Karzak, wäre schon der Endkampf gewesen. Taras, Karzak. Dieses Pferdeviech. Von daher, mal gucken, was noch kommt. Also wie gesagt, nachdem mir gesagt wurde, es ist gar nicht so lange. Bisher bin ich eigentlich ganz zufrieden. Aber ich habe halt auch viele Nebenquests im Hauptspiel noch gemacht. Naja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid nächstes Mal wieder mit dabei. Und bis dahin macht's gut. Und ciao, ciao.